way to my world of dreams so far away. Let me run to the sun, to a world my heart can understand. It's a cheerful, warm and wonderland far away. Stars away, where the clouds are made of candy floss as the day is born. When the stars are gone, we'll race to meet the dawn. So when I can only see the gray of a sad and very lonely day, that's when I softly sigh. White horses, snowy white horses, let me ride away. So, genug für heute, sonst wirst du mir zu eingebildet. Komm, besuchen wir den Einsiedler, ja? Sie sind es. Wer außer mir kennt denn noch Ihr Versteck? Ich verstecke mich nicht. Ich gehe nur den Menschen aus dem Weg. Logisch, weil es die Menschen nicht gern sehen, wenn sie mit dem Gewehr in der Gegend herumspazieren. Ich habe kein Gewehr. So. Und was haben Sie da in den Busch geworfen, André? Ein Regenwurm? Ach, das mag ich. Nachspionieren. Na, wie wäre das, Julka? Oder soll ich sagen, gnädiges Fräulein, wenn jeder da bliebe, wo er hingehört? Warum denn heute so patzig? Meinetwegen können Sie auch eine Kanone haben. Mir tun nur die armen Tiere leid, die Sie damit wahrscheinlich weit wund schießen und dann liegen lassen. Ich bin kein Wilddieb. Sie gehen also in die Stadt und holen Ihr Fleisch. Ja klar, was denn sonst? Warum wohnen Sie denn nicht in der Stadt, sondern... Ach, da auf meinem Landgut wollen Sie sein. Dafür gibt's eine Menge Gründe. Einer davon ist, dass ich keine Arbeit gefunden habe. Wovon leben Sie dann? Ach, erzählen Sie mir doch nicht, dass ein gesunder Mann wie Sie keine Arbeit findet. Na, vielleicht habe ich irgendeinen Webfehler. Wer weiß. Das können Sie sich wohl nicht vorstellen, was? Ja, das können Sie auch nicht. Da sind Sie noch zu jung und unerfahren. Arbeit finden ist nicht immer so leicht. Ich habe es ja versucht. Was hatten Sie denn vor mit Ihrem Gewehr? Ob Sie das glauben oder nicht. Ich wollte einen Hund erschießen, einen kranken alten Kerl ohne Herrn. Mir tut er leid. Und Ihre rührende Geschichte, die Sie mir neulich erzählt haben, vom Hundefriedhof, wohin die herrenlosen Hunde ziehen, wenn ihre Zeit gekommen ist, das war wohl ein Kindermärchen, was? Schade. Bleiben Sie, ich zeige Ihnen den Hundefriedhof. Ja, aus Protest. Die Menschen nehmen nur sich selber so wichtig. Gegen die Kreatur sind sie gleichgültig. Und woher kommen die Hunde, die hier... Das sind alles Niemandshunde, ich sagte es ihnen ja. Keiner will sie.
Wenn Sie das einmal gesehen hätten, wie Sie sich tagelang abquälen und Sie können und können nicht sterben, würden Sie dann nicht auch nachhelfen? Doch. Wenn ich ein Mann wäre und ein Gewehr hätte, bestimmt. Na, zwischen uns jetzt alles wieder in Ordnung? Ich glaube. Na, dann tauschen wir doch mal Pferd und Gewehr. Geht's ja auch wirklich nicht los? Ich habe nie Patronen im Lauf. Aber in der Tasche, nicht wahr? Für dieses Gewehr habe ich überhaupt keine Patronen. Womit wollten Sie dann den alten, kranken Hund totschießen? Sie lügen, Andrei. Ich weiß nicht mehr, was ich von Ihnen halten soll. Am besten nicht allzu viel. Aber mit diesem Pferd, da könnte man Pferde stehlen. Ich hoffe, Sie fangen nicht gleich damit an und hauen einfach ab. Na, keine Angst. Ich reite nur ein paar Runden. Ich fühle mich sehr wohl hier in Lipica. Vor allem, Chef, wenn Sie wieder nach Sejana kommen, wir brauchen unbedingt Hafer. Einen Augenblick. Hey, Pippi! Ja, Chef? Der Hengst muss morgen verladen werden. Bereite alles vor. In Ordnung, Chef. Die Herren erwarten den Hengst bitte nächste Woche in London. Es tut mir leid um den Favorit. Er war mir der Liebste von den Geschulten. Ja, wenn es nach dir ginge, würden wir ja auf allen unseren Pferden sitzen bleiben. Wir haben doch einen guten Preis erzielt. Na ja, Sie hätten ruhig ein bisschen höher gehen können, Chef. Sie haben doch gesehen, wie versessen die waren auf den Gaul. Wir sind keine Gauner, sondern Gestützbeamte. Leider. Beim Pferdehandel wäre ich lieber kein Gestützbeamter. Sind wir aber. Übrigens, wo steckt eigentlich die Julka schon wieder? Ich habe sie heute den ganzen Tag noch nicht zu Gesicht bekommen. Ja, die wollte zum Steinbruch reiten. Fotografieren. Pferden? Das ist kein Wunder bei dem da. Wollte, ich könnte öfter reiten. Warum arbeiten Sie nicht im Gestüt, Andrei? Leute wie Sie braucht man doch. Na, wenn es im Gestüt nur Pferde gäbe, dann vielleicht. Sie sind wirklich ein komischer Patron. Natürlich hat jeder sein Problem. Alle haben ihre Probleme. Auch Bore, Fliegen. Ich glaube, Andrei, Sie würden im Gestüt anders werden. Wie Pippi. Kennen Sie Pippi? Nein, Sie können ihn ja gar nicht kennen. Sie gehen ja nie unter Leute. Und was ist mit diesem Pippi? Vor ein paar Wochen kam er ins Gestüt. Zuerst kam niemand zurecht mit ihm aus, sagt Onkel. Er ging allen aus dem Weg und schlief bei den Pferden. Inzwischen ist er ein recht brauchbarer Bursch geworden. Nur Dinko kann ihn nicht riechen. Und warum nicht? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht geht es um ein Mädchen. Auf jeden Fall mögen sie sich nicht. Aha. Und schläft dieser Pepi immer noch bei den Pferden? Nein, oben neben den Büros. Er schläft aber immer nur mit einem Ohr. Er hört jeden Muxer. Onkel Dimitri sagt immer, er sei unser bester Wachhund. Ja, ich glaube, Sie müssen jetzt gehen, sonst schickt man doch Patrouillen nach Ihnen aus. Ach, mir eilt es nicht. Heute wird wieder ein Pferd verschachert. Da mag ich gar nicht in der Nähe sein. Naja, Onkel Dimitri kann nichts dafür. Er kassiert das Geld ja nicht für sich, sondern fürs Gestüt. Ist was, weil Sie mich so ansehen? Machen Sie das nochmal. Was? So. Ich hatte da mal ein Mädchen, aber die will nichts mehr von mir wissen. Wenn Sie so machen, da sehen Sie ja verdammt ähnlich. Ich habe ein Bild von ihr, wollen Sie sehen? Mhm. Sagen Sie, Andrei, seit wann wird da drüben im Steinbruch wieder gearbeitet? Seit ein paar Tagen. Das ist mein Tresor. Da habe ich meine Kostbarkeiten. Und meine Papiere, ein Ring von meiner Mutter. Und das ist sie. Das ist Lerka. Ja, wirklich. Und warum will sie nichts mehr von Ihnen wissen? Ich bin nicht sehr viel wert.
Was suchst du da? Das weißt du genau. Na los, her mit dem Geld. Was für ein Geld? Nimm das da. Das zahle ich dir ein, du Schuft. Sie hier, Chef? Oh, brummt mir mein Schädel. Oh, Chica. Du hast ja eine ganz schöne Schramme. Das müssen wir mal gleich verbinden. Ah, mich derart niederzuschlagen. Bande. Für nichts. Für nichts. Das ganze Geld ist weg. Für das Pferd und die Gehälter, die wir gestern von der Bank geholt haben. Ja, feine Herrschaften haben wir hier. Elende Bagage. Wer hat dich niedergeschlagen? So Stanko, kannst du dich nicht erinnern? Ja, bei dem Schädel? Ich weiß von nichts. Und zwei hatten sich in der Wolle und da habe ich einfach auch mit drauf losgedroschen. Und jetzt ist das Geld weg. Chef, das Geld ist weg. Alle Heiligen, welcher Lump war denn das? Sie haben mich rufen lassen, Chef. Um es kurz zu machen, was hat es zwischen dir und Pepe gegeben? Nichts, wir mögen uns nur nicht. Und warum? Warum mögen Sie keine roten Rüben? Rote Rüben kann ich noch mögen, aber solche Antworten nicht, verstanden? Also was war heute Nacht? Ich weiß von nichts, ich habe geschlafen. Mhm. Aber du weißt, was geschehen ist? Das ganze Gestüt weiß es, das Geld ist weg. Es muss jemand gewesen sein, der genau Bescheid weiß. Hast du irgendeinen Verdacht? Ich meine, es bleibt unter uns. Ich bin kein Kriminaler. Aber clever bist du. Herein. Moment. Also du hast keinen Verdacht. Na schön. Dann sag den Leuten vom Gestüt, dass sich keiner entfernt. Die Polizei ist verständigt und die Grenze am Steinbruch wird bewacht. Und wer bewegt die Pferde heute? Die Pferde werden heute nicht bewegt. In Ordnung, Chef. Also auch du hast nicht die leiseste Ahnung, wer dich und Stanko heute Nacht angegriffen hat. Es ging alles so schnell. Und der Kerl hat mich von rückwärts angesprungen. Mhm. Und André, der komische Kauz vom Steinbruch, kann der es gewesen sein? Du kennst ihn doch. Nicht besser, noch nicht schlechter als alle hier. Aber wenn es der gewesen wäre, den hätte ich bestimmt erkannt. Ich halte ihn für einen Spinner. Aber für einen Einbrecher. Na, ich glaube auch nicht, dass es war. Ist gut, du kannst gehen. Pepe. Ja? Moment noch. Das gilt auch für dich, das mit dem Hausarrest. Sie werden doch nicht denken... Ich denke, du hast mich verstanden. Hey, pass doch auf! Hey, kehr doch deinen Dreck nicht in die Boxen hinein. Ihr... Immer auf mich. Warum eigentlich? Ich hab dir nicht über den Schädel geschlagen. Ich hab selbst was abbekommen. Das geschieht dir ganz recht. Du nimmst dir in letzter Zeit deinen Mund ziemlich voll. Grüß dich, Chica Stanko. Du siehst ja ulkig aus, du. Wieso sehe ich ulkig aus? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen mit deinen Armgebinde. Na hör mal, du hast wohl gedacht, die Blumen sind für dich, was? Ja. Nein, die sind für Onkel Dimitri. Ich wollte sie ihm auf den Schreibtisch stellen. Aber da darf ja jetzt keiner mehr ran.
Wieso? Na, wegen der Fingerabdrücke. Aufregend, was? Mhm. Du stell dir vor, Chikastanko, hat doch einer von den Stahlburschen behauptet, der Einsiedler hätte das Geld gestohlen. Das ist natürlich großer Quatsch. Na, wer weiß, kannst du in einen Menschen hineinschauen? Na, also hör mal, ein Mann, der so tierliebend ist wie der Einsiedler, der ist bestimmt kein Dieb. Ich habe schließlich auch ein bisschen Menschenkenntnis. Du und Menschenkenntnis. Stanko, ihr seid unfair. Ihr verdächtigt einen, der sich nicht verteidigen kann. Wenn ihr so überzeugt seid, dass es gewesen ist, dann bitte reitet doch hinauf. Ja, und das ist ja nicht unsere Sache, das ist ja Sache der Polizei. Seht ihr dir das nicht ein? Ja, natürlich sehe ich das ein, aber du musst doch zugeben... Ihr Gemüse, Fräulein Julka. Na komm, noch ein bisschen Geduld bis Mittag. Ihr darf sowieso keiner raus, außer mir und Alfred. Aber nicht weiter sagen, ja? Da drüben. Pipi auf Theis. Ja, wieso denn? Wo reitet er denn hin? Er sagt, der Chef hat ihm den Auftrag gegeben, Theis zu bewegen. Aber zu mir hat der Chef gesagt, naja, ich halte mich lieber aus der Sache raus. Allee. Schlag dir das Geld aus dem Kopf, du kriegst es nicht. Es ist meins. Ich war schneller heute Nacht. Ja, leider. Also, was ist jetzt? Wo sind die Lappen? Du kriegst sie nicht. Das werden wir ja sehen. Dann gib dir keine Mühe, Josip. Das Geld geht wieder dahin, wo es hergekommen ist. Ich mache keine krummen Sachen mehr. Hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Spielst dich plötzlich als Weltverbesserer auf. Glaubst du, das ist einträglicher? Ich glaube, was ganz anderes. Ich glaube, du bist ein Dummkopf. Mensch, das neue Papiere, chemisch gereinigt sozusagen und einen ordentlichen Job. Was willst du eigentlich? Nein, sag ich. Und jetzt verschwinde! Herr Zuff, ich gebe dir eine letzte Chance. Bevor ich dir ein paar freundliche Polizisten auf den Hals setze. Du warst heute Nacht im Gestüt. Es hat eine Keilerei gegeben. Aber du bist mit dem Zaster entkommen. Jetzt hast du ihn hier verborgen und möchtest damit gerne abhauen. Über die Grenze. Du hast schon einmal wegen einer ähnlichen Sache im Kitchen gesessen. Eine schöne Geschichte. Lückenlos. Die Polizei wird sich sehr dafür interessieren. Du bist und bleibst ein Schuft, Josip. Wer? Ich? Also Sie haben das Geld. Klar, er hat es hier oben versteckt. Aber wir kriegen es schon. Andrei! Pippi, nein! Andrei! Ihre Schuld! Jetzt haut er ab über die Grenze. Das ist noch lange kein Grund, ihn über den Haufen zu schießen. Er hat doch nicht Ihnen Geld gestohlen, oder? Aber das vom Geschüt. Er hätte die Kugel verdient. Waren Sie nicht öfter hier oben bei ihm? Wo ist das Geld? Keine Ahnung. Aber irgendwo muss es doch sein. Wie? Ja, ja, ist gut, Herr Kommissar. Ich werde das weitere veranlassen. Das ist ein schöner Mist. Der Kerl heißt nicht Pepi Jolna, sondern Josip Dobritsch und ist zweimal vorbestraft. Die Polizei ist seit Wochen hinter ihm her wegen einer Betrügerei in Split. Was habe ich immer gesagt? Er hat ihn auch nie riechen können. Aber abbauen, abgehen lassen, mitsamt der Teil. Ah, nicht so laut, Chef. Mein Kopf ist als wie... Ach, das hat er mit dem Kopf nichts zu tun. Wo es Pferde gibt, da denkt man mit dem Hintern. Ah.
Warum seid ihr nicht nachgeritten? Los! Los. Auch hier nicht. Verdammter Mist. Es muss aber doch da sein. Warum nennt er sie nicht Pepi? Heißen Sie denn Josip? Einen Dreck heiße ich Josip. Der Kerl lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Früher hat er Pferde gestohlen. Dafür haben sie ihm 3 Jahre aufgebrummt. Woher kennen Sie ihn denn? Das ist doch jetzt nicht wichtig. Hauptsache ist, die 400.000 kommen wieder her. Woher wissen Sie denn, dass es 400.000 sind? Haben Sie es nachgezählt? Mach keinen Blödsinn! Jetzt weiß ich, dass Sie lügen. Sie und André haben mal was zusammen ausgefressen. Daher kennt ihr euch. Aber André möchte wieder ein anständiger Kerl werden. Nur Sie sind das geblieben, was Sie waren. Halt! Oder ich schieße deinen Gaul zusammen. Und dich mit, mein kluges Kind. Wenn du mir nicht sofort das Versteck verrätst. Ich weiß nämlich jetzt, dass du auch gelogen hast, um Zeit zu gewinnen. Aber mich kannst du nicht länger für dumm verkaufen. Los jetzt! Wo ist das Geld? Also, warum nicht gleich? Los nach Basowica! Ich denke gar nicht daran und Bori erst recht nicht! Willst du? Nein, bitte nicht! Dann treib ihn an! Los, Bori! Da sind sie! Bori! Das ist aber auch alles. Oh, Philippica, ist das eine ganze Menge. Tut mir übrigens sehr leid, dass ich Sie vorhin im Steinhaus verdächtigt habe. Ach, reden wir nicht mehr davon. Kommen Sie doch zu uns, André. Ich werde bei meinem Onkel ein gutes Wort für Sie einlegen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe einen Webfehler in meiner Vergangenheit. Man kann sowas nicht so einfach wegwischen. Ach, auf jeden Fall nicht so wie Pepi. Wie Josip. Ach, natürlich wie Josip. Der hat sich ja nur einen falschen Pass besorgt. Aber Sie sind anders geworden, da drin. Und das ist viel wichtiger. Was ist denn vorhin in dich gefahren, Mädchen? Ach, Onkel Dimitri, so, das ist eine sehr lange Geschichte. Thank you.
Niemand! Hallo! In dein Bett kommst. Ich habe mich vorhin gemessen. Ich habe kein Fieber. Wie weit ist es denn? Ist es schlimm? Na, schön ist es nicht. Das ist hauptsächlich die Angst. Die Angst ist das Schlimmste und dazu noch das Gewitter. Mittags. Dass aber auch ausgerechnet heute alle weg sind. Stanko, Dinko, André und alle. Ja, auf den Zirkus fliegen sie halt alle. Kommt ja auch nicht jeden Tag vor in Sejana. Stanko hätte ruhig da bleiben können. Naja, wenn er es gewusst hätte. Aber Thais ist zu früh daran, mindestens 5-6 Tage. Wie man den Hals klopfen sieht. Ich kann gar nicht hinschauen. Glaubst du, sie wird eine gute Mutter? Na, das wollen wir hoffen. Glaubst du, Ori hat irgendwelche Vatergefühle? Nein, überhaupt nicht. Ganz bestimmt nicht. Feines Familienleben. Du, es zieht hier. Steh nicht so herum mit deinem Hals. Marsch ins Bett. Ach, ein bisschen noch, bitte. Ich mops mich so allein. Na schön. Ist doch eigentlich seltsam, was, dass die Lipizzaner Fohlen schwarz auf die Welt kommen. Dann werden sie von Jahr zu Jahr heller und zum Schluss sind sie dann weiß. Ja, ein Lipizzaner ist eben kein Albino. Sein Fell ist weiß, aber die Haut ist dunkel. Ach, sie gefällt mir gar nicht. Du, Julka, lauf und telefonier Dr. Cosina. Er möchte bitte sofort kommen. Das geht nicht. Das Telefon ist kaputt. Ach, das verflixte Telefon ist immer kaputt, wenn man es braucht. Glaubst du, ich meine, könnte Thais sterben? Nein, das müsste schon sehr dumm ausgehen. Probier's noch mal. Vielleicht war es nur eine kurze Störung. Und wenn nicht? Dann reite ich mit Borre los. Du, untersteh dich. Du wirst dir den Tod holen. Nein, nein, nein. Nichts wird jetzt geschmust. Thais bekommt ein Fohlen, weißt du? Wir müssen jetzt schnell den Arzt holen. Nein, komm. Julka, wo brennt's denn? Bitte kommen Sie schnell, Dr. Cosina. Thais bekommt ein Fohlen. Na und? Geht's nicht glatt? Nein, es gibt Komplikationen. Onkel Dimitri ist bei ihr. Aber die anderen Leute sind alle weg und das Telefon ist kaputt. Bitte kommen Sie schnell. Wie siehst du denn aus? Warum hast du nichts Ordentliches angezogen bei diesem Hundewetter? Ich bin Hals über Kopf von zu Hause weggeritten. Komm schnell, ich geb dir trockene Sachen. Du bist ja nass bis auf die Haut. Warte. Der Chef wäre ich natürlich hier geblieben.
Sie gefällt mir gar nicht. Fühl du mal. Hämmert wie ein Bulldog. Ich hol den Diaz-Chef. Ich kann das nicht mit ansehen. Ja, versuch erst mal, ob das Telefon wieder funktioniert. Ich hab's Julka schon gesagt. Wo ist Julka denn? Ach, ich hab sie ins Bett geschickt. Das ist die nächste, die ich verarzten muss, wenn ich hier mit Thais fertig bin. Ja. Da, Bori, fürs lange Warten. Ach, sagen Sie, Doktor, haben Sie eigentlich Ihre Spritzen und was man so alles braucht dabei? Was man so alles braucht, habe ich immer dabei. Eine ganze Instrumententasche voll. Ach, Doktor, bitte sagen Sie doch meinem Onkel nicht, dass ich hier war. Der meint nämlich, ich liege im Bett. Danke. Hallo, hey, Stanko, was tust du denn hier? Das frage ich dich, wenn das der Chef erfährt. Er braucht's ja nicht zu erfahren. Ein Prachtexemplar, Chef. Schwarz wie ein Moor. Das war bei Thais auch gar nicht anders zu erwarten. Ich weiß nicht, wie viele Geburten ich hier schon erlebt habe. Aber für mich ist es immer wie ein Wunder. Es ist ein Wunder, Stanko. Mit dem können wir einmal Start machen. Und ob, der macht uns einmal die Levade. Da fällt mir ein, was neulich einmal ein Besucher gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht, ob ich es richtig hinkriege. Er hat gesagt, die besten Menschen auf der Erde, das sind die Hunde und die Pferde. Ja, ne? Na, nun versuch's noch mal. So, es geht schon. So. Ja, ja, auch ein Lipizzanerleben ist nicht so einfach. Auch bei Pferden kommt's drauf an, erst mal richtig auf die Beine zu kommen. Na, 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 na. Endlich, jetzt hast du es geschafft. Ja, Stanko, nachdem wir hier nicht mehr nötig sind, werde ich mich mal um Julka kümmern. Einen Sohn, Julka, einen gesunden, strammen Jungen. Vier Beine, Ohren, Schnauze, alles dran. Wie fein. Was ist denn das für Zeug hier? Du warst weg. Ach, du bist zu Dr. Cosina geritten. Ja, jetzt verstehe ich, warum der so schnell hier war. Es ist glühend heiß. Wo ist denn das Ding? Hier, Miss. Ja. Was machst du denn für Sachen, Juliska? Du weißt ja gar nicht, was du mir damit antust. Na, du kannst es auch gar nicht wissen. Bitte nicht böse sein, Onkel Dimitri. Es ging doch um das Leben von Thais. Du weißt, was mir die Pferde bedeuten. Aber es gibt auch noch mehr. Wir haben doch nur noch dich. Und dabei waren wir mal eine große Familie. Mach dir doch keine Sorgen wegen mir, Onkel Dimitri. Wegen dem bisschen Fieber. Ich habe eine Rossnatur. Ich bin zäh. Zäh, du? Ich bin wirklich zäh. Glaub es mir.
fliegt wie bei Thais. Also was ist mit dem Fieber? Ach, du, da fällt mir ein, ich habe meine Pillen ganz vergessen. Sie sind drüben in deinem Zimmer. Bitte holst du sie mir mal. Und ein Glas Wasser bitte, ja? Danke. So. Danke. Nur lass mal sehen. Na, das Fieber ist runter, Gottlob, nur noch 37,8. Aber morgen wird noch im Bett geblieben, verstanden? Ja. Wie wird das Füllen heißen? Es ist Thais erstes Fohlen, also muss es seinen Namen mit A bekommen, wegen des Zuchtbußen. Und lass dir was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Arabello. La, nicht Lo. Aber das geht nicht, ist doch ein weiblicher Name. Im Namen meine ich ja Lo. Arabello. Eine Erfindung von mir. Also schön, Arabello. Ist mal was anderes. So, und jetzt schlaf dich schön gesund. Ist heute wieder mal ganz verrückt. Ja, Fräulein Julka ist noch nicht mit ihm ausgeritten, das ist es. Lass ihn noch ein wenig herumtrödeln, dann fängt er sich schon wieder. Ich will nachher noch mit ihm arbeiten. Okay, Chef. Es war heute nichts mit ihm zu machen, der spinnt mal wieder. Wer spinnt heute nicht? Alle spinnen sie. Nusche an der Spitze. Wer spinnt? Nur weil ich gesagt habe, dass uns die Kleine unter den Händen wegstirbt? Ihr Atem fliegt nur so. Gestern ging es ihr doch ganz gut. Die Temperatur war normal. Ich war doch noch bei ihr. Ich weiß nur, was heute ist. Heute hat sie 41 Fieber. Ich habe es bei meiner Schwägerin erlebt. Das ist eine handfeste Lungenentzündung. Da haben wir die Bescherung. Geht denn das Telefon wieder? Ich probier's mal. Wenn nicht, dann fahre ich sofort zum Arzt. Der Arzt ist heute über Land. Da können Sie den halben Tag rumkutschieren, Chef. Bleib doch mal ruhig. Ich glaube, hier muss es gewesen sein. Hey, Bobby! Da ist er ja.
Aber heute ist nichts zu erben, alter Schnorrer. So was will ein Stallknecht sein, kann nicht einmal ein Pferd halten. Er lacht nicht so blöd. Ausgerissen, hä? Willst wohl wieder Zucker haben? Du musst dir als Freund einen Zuckerfabrikanten aussuchen. Glück gehabt, was? Ja, ey, boy. Na, dann werde ich dich Gorner wohl wieder nach Hause bringen müssen. Wart schön, Geld, ich komm gleich. Komm her, du streust du, na? Dieser Borre macht mich fertig. Rennt einfach völlig sinnlos in der Gegend rum. Ein Glück, dass er zu Ihnen gelaufen ist. Ich will mal nach Theis sehen. Wie geht es ihr denn? Theis ist okay, aber Julka hat hohes Fieber. Der Chef ist schon losgefahren, um den Arzt zu holen. Hat sie sich also doch erkältet? Ich schau nach ihr. Ja, gut, Doktor. Ist alles wie verhext. Erst ging mir das Benzin aus und dann, als endlich ein Wagen vorbeikam, war es zu spät. Dr. Brannig war nicht mehr da, machte die Runde in irgendwelchen Dörfern. Entschuldige, ich bin etwas durchgedreht. Hat Stanko erzählt? Ja, deshalb bin ich da. Jetzt geht er ja wieder, der blöde Apparat. Hallo, hier ist Gestüt Lipizza. Was? Nein, wir haben keine Eintagsküken zu verkaufen. Hier ist Lipizza. Wir haben Hengste. Dossel. Na, Ivo, wie steht's? Lungenentzündung. Zumindest ganz nah dran. Jede Stunde kann entscheidend sein. Ja, was machen wir da? Kreatur ist Kreatur. Ich habe Streptomycin dabei. Das geht für Vierbeiner und für Zweibeiner. Soll ich? Na los, spritzen, Doktor. Nicht wahr, Chef? Nichts wie rein. Ja, das musst du wissen. Wenn's nötig ist, natürlich. Ja, dann wollen wir mal alles schnell herrichten. Julka. Julischka. Boy. Lebt sie noch? Dumme Kuh, raus! Na, na, na. Hier, das ist meine kleinste, für Kaninchen und Schoßhündchen. Halt mal bitte. Der Bore ist doch nur zum Tierarzt gelaufen, weil er Zucker haben wollte. Denkst du nicht nur? Der hat mehr Verstand, als du glaubst. Nächstens wird er sich noch zum Quiz melden. Jedenfalls hat er einen Arzt ins Haus gebracht, das steht fest. Hoffentlich steht sie's durch. Die Julka? Da habe ich keinen Zweifel, die ist ein Sonntagskind.
So, schon vorbei. Ist was mit Thais? Nein, aber mit dir. Du hast ja gestern einen ganz schönen kleinen Schnupfen geholt. Ich hab geträumt, Thais hätte einen Fohlen bekommen. Hat sie auch. Arabello. Du hast es doch selbst ausgedacht, weißt du es nicht mehr? Hm. Nächste Woche halten wir Taufe. Klar, das wird gefeiert mit Musik und dem ganzen Zimt. Und ich tanze dabei Fandango.